Bin jetzt dahin an deinen geilen See. Ja. Oh, ich habe Smaragde gefunden. Also die waren in diesem komischen Schatz drin. Lass mich in Ruhe, Bär. Ich will nichts von dir. Ich glaube, wenn ich angekommen bin, bin ich wieder verhungert. Noch. Goldmünzen? Okay. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Irgendeine Dimension, da kannst du mit denen andere Lebewesen handeln. Alles klar. Ich habe auch der Ender gefunden. Das ist ein Schwert mit plus 6 Angriffsschaden und Haltbarkeit. 1561. Enderschwert oder sowas, gell? Ja, genau. Ja. Babu-Schwert eigentlich. Heftig. Okay, hat sich gelohnt. Die Reise hat sich jetzt schon gelohnt. Mein Tod hat sich gelohnt. Ach, da hinten bist du. Oh, ein Pferd. Kannst du ja mal hier den Ofen aufstellen und dann braten wir mal ein bisschen was. Ach, hier, die Dinge, ja, die sind geil. Gibt's mehrere davon. Aber echt nachts oder bei Regen verdammt stark bewacht. Das ist echt heftig. Ja, ist schon mal ein Schwert. Jo. Ja, weil eigentlich brauchst du das Special fast nicht mehr, weil ich den Ende habe. Aber egal, passt. Brauchst du was zu essen? Ja, ich such grad den Ofen da. Todespunkte jetzt ausmache. Ja, da. Ja, da. Der Wegweiser kann interessant werden. Der führte noch in zwei weitere Richtungen. Die werden wir uns, glaube ich, dann auch irgendwann mal angucken. Oh ja. Ach, hier hinten ist ein Enderman. So, ich mache aber jetzt noch bis 3:30 und dann gehe ich auch offline. Jo. Oh, was ist das hier? Was denn? Was ist ein Zellitblock? Oh Gott, was ist das? Oh, ich glaube, da hinten fängt eine Wüste an. Oder? Was ist das hier? Kommanit, okay. Was ist das denn hier? Warum steht das hier mitten? Esse. Es ist so ein Obelisk. Gideon Totem, den kannst du später mit so einem. Ach, wie heißt diese komische Brille? Da scanne für Magie wieder. Ah, okay. Wo fängt denn endlich mal eine Wüste an? Keine Ahnung. Ich würde so gerne mal eine Wüste wieder finden. Obwohl ich irgendwie glaube, dass wir schon auf einem guten Weg sind. Oder ich hoffe es zumindest.
Auf jeden Fall ist das hier hoffentlich noch unentdecktes Gebiet, also ist alles safe. Dann fällt schon wieder so ein Schneebio, Mann. Hab eine Wüste gefunden. Eine ganz schön kleine Wüste. Nicht eine Wüste, nennt man das nicht Wüste? Nebium, Flatline. Boah, Alter, wie viele Tiere hier leben. Hey, cool. Okay, jetzt ruckelt es aber heftig. Okay, jetzt geht's wieder. Ah, der hat bestimmt ein neues Biom geladen. Geh ich auch mal von aus. Oh, da ist ein Obelisk. Wo ich jetzt bin. Nicht die Jungs angreifen, bitte. Was machen die da? Magie. Okay. Aua, aua, aua. Oh, da ist schon einer. Ja, renn. Verfolgt er mich noch? Nicht mehr. Nein, der hat aufgehört. Alter. Weil auf einmal hat es angefangen zu ruckeln, auf einmal stand er da, steckt mir so, fuck. Jetzt ist vorbei. Was ist das für ein so ein. Was sind das für komische Viecher? So Magier und so ein Scheiß sind das. Sind das auch von irgendeiner anderen Welt, ne? Ja. Von welcher Welt denn? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Wie viele Extra-Welten gibt es denn jetzt eigentlich? Ob 6 oder 7? Boah. Weil es gibt ja. Es gibt ja das Nether, also die Hölle. Ja. Ach, da vorne bist du. Dann gibt's ja das Ende. Ja. Und mehr kenne ich nicht. Dann gibt's Void. Das ist. Und da gibt's das Deep Dark hier drinne. Das ist praktisch wie eine riesengroße Höhle. Mit lauter Festungen und so ein Scheiße drinne. Alles und das ist nur dunkel. Da musst du dir wirklich Licht machen, sonst wärst du Gacker im Kopf. Dein Spieler. Oh, das ist heftig. Oh, da ist eine Ölquelle. Wo bist du? Ich bin immer noch da, ich bin gerade am Braten. Ach, sag das doch. Ich hab auch noch ein bisschen. Du bist aber ganz schön gefährlich nah, ne? Oh, das ist schon okay. Ah, der beobachtet uns. Jetzt nicht mehr. Ja, passt schon. Das passt schon. The hatched creature located? Was heißt das denn? Weißt du, was das heißt? Okay. Okay, wenn du nicht weißt, was das heißt, dann habe ich Angst. War das jetzt? Keine Ahnung. Boah, Alter, ruckelt das Spiel. War den bei mir auch. Alles klar. Denn ihr Babo-Boss ist da. Ist das Dorf da hinten? Da gehe ich jetzt gleich hin und lock mich dann aus. Welches Dorf? Da. In diese Richtung ist Dorf. Wo bist du eigentlich? Hier bei dir, hallo. Ah, ja. Da hinten ist ein Dorf. Okay. Dann lass uns mal dahin laufen. Dann locken wir uns da aus. Warte mal. Erst unser Ofen mitnehmen. Der wichtigste. Ja, definitiv. Dann machen wir dann morgen einfach mit unserer Tour weiter. Genau. Hm, hier ist Öl. Ja. Oh, ist das ein großes Dorf.
Kann man Öl transportieren? Das kann man später transportieren, ja. Ich glaube in Hesse oder sowas. Okay. Aua, aua. Boah. Pass auf, hier ist ein Loch. In die Schlucht runter. Jo, alles klar. Dann haben wir gleich auch direkt, ja. Dann haben wir direkt morgen auf meine Schlucht, die wir uns angucken können. Okay. Jetzt ab ins Haus. So. Dann loggen wir uns hier mal aus, wa? Ja, genau. Safe. Alles klar. Und das ist ja Schmelterie, können wir wieder eine abbauen. Boah, ja. So, dann mitnehmen und fertig. Dann verabschiede ich mich auch hier von dieser in dieser Aufnahme hier. Wir sehen uns dann bei der nächsten. Jo, haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Schönen Abend.